Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Ich habe zwischenzeitlich dieses Rennen hier mal gespielt. Allerdings die KI etwas runtergestellt, weil sonst wäre das unmöglich gewesen. Allerdings habe ich das jetzt geschafft. Das habe ich nicht aufgenommen, da ich dachte, dass es mehrere Anläufe braucht. War allerdings nicht der Fall. Das andere Rennen, das ich ja noch fertig gefahren habe, habe ich eigentlich aufgenommen, aber da gab es ein kleines Problem mit meinem PC. Und ja, ich musste ihn zurücksetzen. Und daher sind mir da leider jetzt die Aufnahmen abhanden gekommen, gelöscht. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, tut mir leid. War aber bloß ja nur ein Rennen. Oder glaube ich vier Rennen von einer Serie. Auf jeden Fall ist jetzt hier alles erledigt bei den internationalen Profis. Hier bei den Challengers fehlt uns das hier noch. Da habe ich jetzt den Road Slayer noch gekauft. Ich habe da mal drauf geschaut, welchen Typ Auto man braucht. Und daher können wir das noch machen. Bei den Amateuren ist, glaube ich, alles gemacht und bei den Junioren sowieso. Und daher würde ich jetzt mal hier bei den Challengers dieses Rennen hier machen. Wolfsrudel. Eine Gang von Rennfahrerrebellen, deren Anführer Wolf heißt, hat dich zu einem Rennen bei Tagesanbruch herausgefordert. Du hast gewettet, sie mit Links zu schlagen. Jetzt lass Worten Taten folgen und zeige es ihnen. Sorry, mein Deutsch wieder mal. Lass mindestens drei Gegner rausdrehen, siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. So, ich bin gespannt, wie sich das Fahrzeug fährt. Der Roadster ist nicht wirklich sehr groß anders aufgebaut als Standard, weil ich da nicht so viel Kohle reinstecken konnte. Von daher bin ich gespannt, ob wir auch diese Ziele erreichen werden und das Rennen gewinnen werden. Ich hoffe, ich konnte alle Einstellungen möglichst gleich wie am Anfang eigentlich einstellen. Denn wie gesagt, mein PC musste ich zurücksetzen. Von daher sind alle Einstellungen wieder auf den Standard gewesen. Und da musste ich ein bisschen kurz mal schauen, wie das so war. Alright, eigentlich sollten wir da, glaube ich, drei Leute rausdrehen. Wird jetzt allerdings als erster schwierig. Holy shit. Okay. Fährt sich ziemlich gut das Auto. Ich bin überrascht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Nicht mich rausdrehen, Junge. Da haben wir einen neuen Rivalen. Jetzt darf ich nicht zu übermütig werden, sonst wird das hier gar nichts. Der erste ist ziemlich gut. Kommt gut um die Kurven. Könnte vielleicht schwierig werden, den wieder aufzuholen. Nee, 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 nee. Okay, Zusatzziele werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Aber wir müssen unbedingt auf den ersten Platz kommen. Aber der zieht uns da gerade ziemlich weg. Einfach voll rein. Shit, 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 shit.
Oh, fuck. Das war mies. Einfach voll in den Baum gecrashed durch ihn. No! Das war sehr schlecht. Rausgecrashed. Geht auch. Wieso nicht? Komm schon. So, die muss es sein. Da musste ich jetzt einfach mal reinheizen. Das war die beste Gelegenheit, um das zu tun. Oh, da hat man ziemlich gut gesehen, wie das Auto plötzlich Grip hatte. Im Wechsel auf den Asphalt. Aber die kommt gut mit hinten. Und der erste hat einfach 12 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, das können wir leider nicht mehr rausholen. Aber vielleicht noch dritte oder zweite. Nice, den Rivalen getroffen. Und ein Bonusziel erreicht. Wenigstens das. Boah. Noch mit 160. Über die Strecke preschen. Die Kurve finde ich immer sehr fies. Kann man so einfach in die Bäume geraten. Die Zeit hat 10 Sekunden Vorsprung. Und der erste auch. Die sind ziemlich nah beieinander. Wir haben nur noch eine einzige Runde gleich. Daher wird das wahrscheinlich nichts mehr. Aber den dritten Platz muss ich verteidigen. In der Hoffnung, dass das wenigstens gelingen wird. Junge, Junge. Diese Geraden wird man so schnell. Die sind noch dicht hinter mir. Okay, da vorne sieht man schon jemanden im zweiten Platz. Jetzt ja nicht verkacken. Das wäre jetzt doof. Auf die Zielgeraden noch. Okay, das reicht. Wenigstens dritter Platz, damit gebe ich mich zufrieden. Junge, Junge. Okay, dann hätten wir hier also auch alles erledigt. Und dann gehen wir wieder zu den World Masters. 3.010 Punkten von 3.600. Diese Challenge könnten wir jetzt machen. Die Schulbus-Challenge hab ich ja, glaube ich, schon mal versucht. Die Big Rigs kann ich jetzt auch machen. Wie gesagt, da habe ich, ja, ehrlich gesagt, ein bisschen halt gecheatet, geschummelt, kann man so sehen. Aber das wäre sonst unmöglich gewesen. Aber daher könnten wir jetzt diese beiden hier machen. Und ich habe, ehrlich gesagt, Lust auf ein bisschen Zerstörung. Von daher Demolition Derby Challenge Destroyer Big Valley Speedway.
Du wurdest zu einer Demolierungs-Derby-Show eingeladen, aber das Ganze hat einen interessanten Twist. Die Organisatoren möchten, dass du einen Riesenschlepper fährst. Dein Job ist es, möglichst viele Fahrer auszustechen, bevor du selbst reif für den Startplatz bist. Den Big Rig. Zerstöre mindestens 5 Gegner, verursache mindestens 1500 Schaden. 24 Leute. Ja, mal schauen, wie schwierig das sein wird mit diesem Big Rig. What? Ein Big Rig gegen Autos? Okay. Das sage ich nicht nein. Einfach volle Pulle rein. Und hoffen, dass sich andere ein bisschen mehr abcrashen. Ziel erreicht. Das ging schnell. Da kann man die Autos schön umkippen. In die Barriere rein. Und dich nehme ich auch mit. Da hat es ein paar Gegner. Einer zerstört. Die leichte Beute sind. Zweiten zerstört. 65% HP habe ich noch. Das tat weh. Okay, ich glaube 3 zerstört. Jetzt 3 zerstört. 4 zerstört. Ich glaube, es sollten wir schaffen. 49 HP noch. Okay, das Ziel haben wir erreicht. Vielleicht werden wir ja sogar Erste. Oder einzige Überlebende, so gesehen. Ah, das macht Spaß. Oh shit. Da hat es jetzt mich umgenutzt. Treffe gegen den Rivalen. Das ist einer, der fast tot ist. 9 zerstört. Demolierungshilfe, schade. Da außen lebt noch eine. Zerstört. Und beendet. Erster Platz. 11 demoliert. Sehr gut. Das war jetzt ziemlich einfach. Aber why not? Erster Platz, 2 Bonusziele erreicht, 200 von 200 Punkten.